sich hinauszuschauen, ein Grauen. Es ist Zeit, hinauszuschauen. Was bewegt Karl Moor zu seiner Handlung? Es ist die Liebe zu seiner Maya, seine Gefühle lenken. Und wo ist in ihrem Stück die Vernunft geblieben? Die Zuschauer sollen zu den Figuren hinaufblicken. Die Menschen sollen durch die Literatur die Vernunft erlernen. Literatur? Das Gefühl hat einen höheren Stellenwert. Meine Herren, wenn ich mich mal einmischen dürfte. Man muss das Gefühl. Oh, Entschuldigung, ich habe sie nicht kommen. Es geht um Literatur. Geben Sie mir noch etwas zum Besten. Und der König winkt wieder. Da speit das doppelt geöffnete Haus zwei Leoparden auf einmal raus. Die stürzen mit mutiger Kampfbegier auf das Tigertier. Da packt sie mit seinen grimmigen Tatzen und der Leu mit Gebrüll richtet sich auf. Da wird's still. Und herum im Kreis, von Mordsucht heiß, lagern die gräulichen Katzen. Wenn ich Sie mal unterbrechen dürfte. Welcher Gattung soll dieses Gedicht angehören? Es ist ein Gedicht? Dies habe ich bereits erkannt. Aber welcher Gattung gehört es an? Welche verbindlichen Inhalte und Formen gelten für es? Welche Poetiken formulieren dessen Regeln? Wo kommen Sie denn her? Aus Schlesien. Ah, dort gibt es vorzüglichen Zwieback. Wollen Sie? Nein, Sie wollen doch nur ablenken von Ihrem misslungenen Meisterwerk. Seien Sie doch ein bisschen weltoffener. Ihre literarischen Richtlinien sind längst überholt. Haben Sie noch nie vom Buch der Deutschen Poeterei gehört, in dem all diese Richtlinien festgelegt sind? Doch, doch, zu Genüge. Aber es entspricht nicht mehr der heutigen Zeit. Ein Künstler muss individuell und einfallsreich sein, ansonsten ginge er klanglos unter. Überherrschende Form und Tradition haben nichts in der Literatur zu suchen. Aber Sie stimmen mir doch zu, dass man ethische Grundsätze in der Dichtung einhalten muss. Wir leben doch nicht mehr im 16. Jahrhundert. Ich glaube, wir haben alle eine etwas andere Meinung, was ethische Grundsätze betrifft. Außerdem ist es doch bei weitem effektiver, solch eine Ethik in seinen Stücken ins Gegenteil zu wenden, damit das Publikum daraus lernen kann. Na, die Leser brauchen vernunftbegabte Figuren, zu denen sie aufblicken können. Wovon sprechen Sie? Die Gegenüberstellung von Vergänglichem und Ewigem bildet das zentrale Thema der ernsthaften Dichtung. Ernsthafte Dichtung? Dichtung soll unterhalten! Meine Herren, Ihr Maßstab an die Literatur ist sehr gering. Das vordringlichste Ziel der Literatur ist es, zugleich zu nützen und zu belehren. Ich stimme Ihnen zum Teil zu. Allerdings braucht die Literatur auch eine unterhaltsame Komponente, um den Inhalt zu vermitteln. Doch der Inhalt ist geprägt vom Glauben an Gott und die Kirche. Die Kirche? Zum Teufel mit der Kirche! Sie hat schon genug Schaden in der Kunst und Literatur angerichtet. Mit ihren strengen Normen und Regeln. Sie schränkt die künstlerische Freiheit und die Emanzipation des Einzelnen ein. Gottloses Volk! Rechte und linke Hand des Teufels! Haben Sie je einen Gott oder einen Teufel gesehen? Nein, seien Sie nicht unvernünftig. Sapere aude, blicken Sie der Realität ins Auge. Ich stimme Ihnen zu, man sollte frei sein und im Augenblick leben. Lebenslust ist zwar wichtig,
Aber der Gottesglaube ist es nicht Kinder. Irdisches ist vergänglich. Carpe diem. Mein Name ist Hub. Martin Hub. Geschrieben, nicht gekritzelt. Sapere Aude, blicken Sie der Realität ins Auge. Well, everybody's heard about the bird, about the bird, bird, bird. Und der König winkt, da speit das Haus zwei Leoparden auf einmal. Mach das hier weg! Unvernünftig. Haben Sie eine Scheiße andersrum? Inspiration! Was muss ich jetzt machen? Das gleiche wie ich. Ich vergesse, was ich sagen muss. Nein! Wo ist denn der Wander? Und wo ist denn Ihrem Stück die Vernunft geblieben? Die Menschen sollen durch die Figur. Wovon sprechen Sie? Die Gegenüberstellung von Vergänglichem und Ewigem bildet ja wohl das zentrale Thema der ernsthaften Dichtung. Ernsthafte Dichtung? Sehr ernsthaft. Mach mal so, damit man mich nicht erkennt. Das ist mal die. Carpe diem. Ja, ja.